So, warte, ich muss mich mal ganz kurz räuspern. Ich habe schon wieder so ein Kloß im Hals. So, da bin ich schon wieder. Hab nicht viel Zeit hier, weil wegen GEMA und so, weißt du, ne? Ich muss halt permanent quatschen, dass ich mein eigenes Copyright bekomme. Das ist so süß. Ich frage mich übrigens, wie sie diese ganzen Spieltöne aufgezeichnet haben von den Tieren. Ob sie da irgendwas selber synthetisiert haben, weil es gibt ja so Synthesizer. Synthesizer, nennt man das Synthesizer? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Ich hatte mir sowas mal runtergeladen. Was waren das gleich nochmal? Ich glaube, irgendwas von Magix. Hatte ich mir runtergeladen, hab's getestet, hab festgestellt, ich blick nicht durch, dann hab ich's wieder gelöscht. Die typische Vorgehensweise. So, genau, da wollte ich eigentlich diese Gene zusammenbringen und hab festgestellt, alle drei sind eigentlich Weibchen. Das bringt also nichts. Hatte ich hier oben nicht irgendwo... Hier war doch irgendwo eine Schwangere. Oder? Nee, irgendwie nicht. Ich weiß auf jeden Fall, ich hatte irgendwann, glaube ich, einen männlichen Nachwuchs da oben. Der dann... Sagen wir mal... Ja, wie drückt man das jetzt aus? Der hatte einen Vierer. Entschuldigung. Der hatte einfach einen Vierer. Er hat seine Gene flächendeckend weitergegeben. Erfolgreich. So kann man es, glaube ich, schöner umschreiben. Der war es übrigens nicht. Ich glaube, von der Rami. Das Kind von der Rami müsste es gewesen sein. She's already pregnant, stand da gerade. Naja, egal. Mich würde es halt nur freuen, wenn die ihre Fähigkeiten noch ein bisschen weitergeben würden. Also vor allem die neuen Fähigkeiten, die die andere wiederum nicht hat. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Es gibt ja auch irgendwie, ich glaube, eine Gesetzmäßigkeit von den Genen her, welches eher weitergegeben wird und welches nicht. Und Pipapo und oh, guck mal, der hat auch schon wieder diese Hörner. Er. Rea Nasi. Die Rea Nasi. Klingt ein bisschen indianisch, oder? Rea Nasi? Weiß es nicht. Das war auf jeden Fall nicht ein Nachwuchs, weil ich wollte unbedingt eigentlich ein Individuum zurechtmachen, mit dem ich dann auf eine andere Insel auswandere. Aber das war es wohl nicht. Tja. So, Nahrungssuche. Alter, wie schnell die Nahrung weg ist. Schon wieder bei 150. Das ist echt übel. Also wenn du da ein größeres Rudel hast. Ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass du irgendwann vielleicht mal mit deinem ganzen Rudel umziehen kannst. Das wäre echt interessant. Weißt du, wenn du dein ganzes Rudel packst und in ein neues Gebiet gehst? Oder, ja, was heißt das ganze Rudel? Es reichen ja eigentlich schon drei. Es würden eigentlich wirklich drei Individuen ausreichen, dass du dann irgendwo sagst, du fängst von vorne an, was ja eigentlich der Sinn des Ganzen auch ist. Vor allem, weil du auf einer größeren Map bist und ein bisschen mehr zum Erkunden und Entdecken hast. Ich hoffe, das wird noch gefixt, weil eigentlich hat man ja diese komischen Plattformen. Man hat vier Plattformen, vier Reiseplattformen. Man könnte also vier Individuen mitnehmen. Aber aus irgendeinem Grund kommt nur eins am Ende an. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, die anderen drei, die saufen in der Zwischenzeit irgendwie ab oder verlaufen sich oder ich weiß es nicht. Oder die einfachste Erklärung ist, es ist einfach ein Spielbug. So, und da schmeißen wir gerade das nächste Kind aus der Legebatterie raus, um wen reinzusetzen? Niemanden. Sehr schlau. Ach so, ja klar. Die Rame, die darf gleich nochmal. Ist logisch. Warum nicht? Ist eine Legebatterie. Da darf gern jeder öfters ran. Und guck mal, schon wieder der Magen. Irgendjemand hat Schnupfen. Gesundheit. Miraculix. Miraculix. Druide Miraculix? Weißt du, was hier bald abgeht? So, was mache ich denn mit dem Viech eigentlich? Der Kirnoku haut da einmal schön drauf. Sie ist am allergeilsten. Die Ralare, die ist blind. Die sieht nichts. Das überreiße ich nur noch nicht. Oder ich habe es schon überrissen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Die ist auf jeden Fall blind. Die kann auch keine Beeren pflücken und nix, weil die sieht sie ja nicht. Die weiß ja nicht, wo welche sind. Das ist echt traurig. So, hier das Fleisch nochmal aufsammeln. Gesundheit. Und ich habe inzwischen, habe ich das beim letzten Mal erwähnt? Ne, hatte ich nicht. Oder habe ich das erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich inzwischen auch rausgefunden, wenn die Tierchen verletzt sind,
dann kann ein anderes Rudelmitglied herkommen und dem Individuum die Wunde lecken, damit es schneller heilt. Ist eigentlich nur realistisch. Wölfe zum Beispiel, die machen das auch, um die Wunde zu desinfizieren. Und der menschliche Speichel, der soll ja eigentlich auch in der Lage sein, zumindest eine Art von desinfektiöser Fähigkeit zu besitzen. Allerdings nur der eigene Speichel, ne? Das ist ganz wichtig. Nur der eigene Speichel kann bei den eigenen Wunden ein bisschen desinfizieren. Ist natürlich nicht ansatzweise vergleichbar mit den richtigen Desinfektionsmitteln, aber das kennt er bestimmt auch noch. Weißt du, so im Kindesalter mit kurzen Hosen durch ein Brennnesselfeld gelaufen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welches Kind mit kurzen Hosen freiwillig durch ein Brennnesselfeld läuft. Ja, also ich habe sowas ja nicht gemacht, zumindest nicht absichtlich. Aber kennt er bestimmt, dann einfach ein bisschen Spucke drüber und es wird besser. Aber halt wirklich nur der eigene Speichel, weil fremder Speichel führt dann wahrscheinlich zu Infektionen. Ist also eher kontraproduktiv. So, ich muss auch mal kurz den Klugscheißer raushängen lassen. Wenn ich im Spiel schon nichts zustande bekomme, dann wenigstens als Zuschauer. Gab es sich eigentlich, ich bin gerade am Überlegen, weil hier Videos angucken und dann kommentieren. Es gab doch mal die Funktion, Videoantworten auf Facebook, sag ich schon, auf YouTube zu posten. Was ist denn daraus eigentlich geworden? Das haben die ganz still und heimlich wieder ausgebaut, oder? Fand ich eigentlich ganz lustig. Wobei auf der anderen Seite, wenn dann beim großen YouTuber so 300.000 Leute zuschauen und von den 300.000 dann irgendwie 30.000 Leute meinen, ein Video posten zu müssen, dann weißt du, was los ist. So, und irgendwie ziehen wir uns von der Insel her immer weiter zurück in diesen roten Bereich da oben, der immer noch sehr einladend aussieht. Das ist keine allzu gute Idee und ich schicke trotzdem jemanden hin. Das ist echt faszinierend. Oder schicke ich jetzt schon die Viecher los, wo wir sagen, wir gehen auf Wanderschaft? Ich weiß es nicht. Irgendwann habe ich es nämlich. Was ist das denn? Das ist Pamela Anderson. Pamela Anderson mit ihrem Stachelrücken kommt zu Besuch und guckt sich an, was wir hier so treiben. Und da ist wieder jemand gestorben. Ich glaube, das war die Blinde. Die blinde Dingensen. Weißt du schon, Dingensen, ne? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Als ob ich mir jemals die ganzen Namen merken könnte. Weißt du, also nee. Ich glaube, bei Creatures musstest du wirklich die Namen selber vergeben. Da hattest du nicht mal einen Zufallsgenerator, oder? Wo war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. So, Lycorasi. Es wäre auch sinnvoll, mit einem sehr jungen Tier auf eine andere Insel zu gehen. Beziehungsweise, was ebenfalls noch sinnvoll wäre, habe ich mir so überlegt, rein strategisch, wäre es eigentlich vorteilhaft, wenn man, sagen wir mal, Nachwuchs heranwachsen lässt, bis dieser Nachwuchs dann 6 Tage alt ist. Weiblich vor allen Dingen, ist ganz wichtig. Und dann einfach quasi schwängert. Und dann auf die Reise schickt. Klingt zwar erstmal brutal, aber das Problem ist wirklich, wenn du auf so einer neuen Insel bist, du findest kaum Rudelmitglieder. Du findest kaum irgendwelche Individuen, die du in dein Rudel aufnehmen könntest. Zumindest ging es mir bisher so. Und andere kannst du ja nicht mitnehmen. Genau, Tavern, mit dem wollten wir auf Reisen gehen, beziehungsweise eigentlich mit einem Weibchen. Aber, ja, wie gesagt, ich bin nur Zuschauer, ich habe keine Ahnung, was der Typ da verzapft, ich erinnere mich nicht mehr. Miraculix. War es wirklich Miraculix? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, mit ihm bin ich da drauf, mit dem Tavern. Und Miraculix. Genau, mit der wollte ich jetzt reisen, jetzt geht's los. Es wäre aber wirklich sinnvoller gewesen zu warten, bis sie erwachsen genug ist, um ein eigenes Kind zu bekommen, zu schwängern. Und dann kannst du da drüben nämlich nach einem Nest suchen. Und dann hättest du gleich 2 Individuen. Und ganz egal, ob dann wieder ein Weibchen bei rauskommt und du dich quasi nicht fortpflanzen kannst, aber du hast zumindest 2 Individuen und eine wesentlich größere Chance, quasi die Gegend zu erkunden, dich gegen Feinde zu verteidigen, Nahrung zu finden oder besser noch, weitere Individuen fürs Rudel zu finden. Und guck mal, wie lang dieser Ladebildschirm dauert. Ich hätte den jetzt eigentlich schneiden können, aber ganz ehrlich, nö. Warum? Wenn ich mir den angucken muss, ich muss ihn mir jetzt 2-mal angucken. Ne? Das ist ja das Schöne daran. Ihr seht ihn nur einmal, ich muss ihn jetzt 2-mal sehen. So. Und guck mal, da ist so ein Baum. Bäumchen rüttelt dich und schüttelt dich. Und schon fallen hier ein paar Nüsse runter. Ist echt praktisch. Sind zwar keine Haselnüsse, das ist mir schon klar, aber die können wir sogar aufbrechen, weil die Miraculix hier die Cracking-Ability hat.
Cracking Ability, das klingt irgendwie so, als wäre sie fähig, Crack zu rauchen. Was war das?